Wir können vielleicht ein Beispiel machen, oder auch nicht. Ist dir etwas bewusst von der Vergangenheit? Ein Minus, ein Problem, am besten was mit dem Körper zu tun hat? Dann ein Beispiel mit dem Asthma. Asthma. Okay. Also wie würdest du das, wie sagst du, wie benennst du das? Wie ich das benenne? Dass mit dir Luft wegbleibt. Na mal, wie sagst du, ich habe, was da vielleicht, diese Geräusche sind, oder? Okay. Überall zu machen. Achso, ja. Oder ich muss ein Headset. Okay, wie erzählst du das? Ne? Ich habe Asthma, oder wie sagst du das? Ich formuliere das so: Ich fühle mich entsprechend. Oder ich nehme wahr. Nee, so wie du es normalerweise sagst. Ich habe Asthma. Gehabt. Oder hast du noch? Das ist mir nicht bekannt. Ob das ruht, ob das ausgeheilt ist. Okay, du hast Asthma gehabt. Ja. Okay, das ist unsere Sprache. Ne? Mhm. Gut. Ja, haben dir die Leute geholfen zu verstehen, was das ist? Was wurde da gemacht? Es wurde behandelt. Es wurde mir nicht geholfen, das nachzuvollziehen. Ne? Okay. Das heißt, es wurde behandelt, chemisch oder mechanisch oder... Genau. Ne? Okay. Gut. Jetzt... Und du hast das übernommen, wenn du sagst, ich habe Asthma gehabt. Okay, gut. Okay. Ja, die neue Ärztin, ne, würde das so machen. Wenn wir das jetzt, Sabine, wie würdest du das sagen? Lieber Max, wie soll ich, wir können auch Nickname hier geben, wenn ihr wollt, okay, Max. Maximilian oder Max? Maximilian. Maximilian, okay. Die neue Ärztin würde das so sagen. Ne? Jetzt soll ich sagen? Ja. Also, lieber ein bisschen Maxi- laut. Ja, lieber Maximilian, schön, dass Sie gekommen sind und auch den anderen Teil der Wahrheit erfahren möchten. Dann ist es nur ein Teil. Sie kommen hierher, weil Sie gesagt hatten oder gesagt haben, Sie hatten Asthma und nicht sicher sind, ob es vielleicht nur ruht. Und schön, dass Sie bereit sind, den kompletten Teil jetzt zu erfahren, nämlich den anderen Teil der Wahrheit, was dahinter, also was tatsächlich die Sache dann rund macht. Denn wie Sie inzwischen wissen, ist ja hinter allem, was sich zeigt, im Körper sich ausdrückt, einfach nur ein Signal. Und ja, gerne bin ich bereit, wenn Sie auch bereit sind, dass ich reinfühle, was für eine Schatzkammer sich dahinter verbirgt. Was für ein Potenzial dahinter steckt. Und wenn wir das ansprechen, dann liegt das dann in Ihrer Hand, in Ihrem Ermessen, in Ihrer Entscheidung, dann das dann auch zu leben. Das kann dann keiner für Sie übernehmen. Kann keiner. Und das ist dann der Weg der Heilung. Das ist dann der Weg, ja, der einfach Ihnen dann zur Verfügung steht. Und wenn Sie bereit sind, können Sie mir Bescheid sagen. Klar. Dann gut. Danke. Ja, bitte. Also.
Ich spreche jetzt nochmal bewusst das sogenannte Minus an. Also ich spüre eine Ursituation, also eine Situation, die es gab in der Kindheit und sich immer wiederholt hat. Vielleicht ist es ihm bewusst, vielleicht auch nicht, dass es Situationen gab, die sie sehr aufgewühlt haben, die sie sehr aus der Bahn geworfen haben, was sie beobachtet haben bei anderen oder im unmittelbaren Kontakt mit ihnen selbst, was ihnen völlig außer, wo sie in so einem, fast wie so eine Ohnmacht, wo sie nach Luft geschnappt haben, wo sie das nicht glauben konnten, was da geschieht, was mit ihnen, was ihnen gesagt wird, was ihnen, also so. Was ihnen die Worte, also auch die Sprache verschlagen hat. Also das spüre ich richtig ganz stark hier. Das ist wie so kleine Schockreaktionen, weil sie einfach sehr, sehr, wie ich war, sehr, 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 sehr feinfühlig, sehr, sehr sensitiv, ihr ganzes System sehr, sehr offen und weit ist und einfach die Dinge, die zu Unrecht geschehen oder die, also die ganz subtilen kleinen Dinge, die viele Menschen gar nicht mitbekommen, die bekommen sie sehr wohl mit ihrem ganzen System und alles, was auch zwischen den Worten gesprochen wird oder was eigentlich gesprochen wird. Und das hat sie oft aus der Fasson gebracht. Und dann waren sie nicht in der Lage, die Dinge auszusprechen oder Stopp zu sagen oder sondern sind in diesen, also das fast nicht glauben wollen, in diesen Zustand von wie kleine Schocks nehme ich das mit geblieben. Und das hat es dann, so nehme ich das wahr, verursacht. Und jetzt fühle ich gern rein, was denn tatsächlich für, um das rund zu machen, um das, die ganze Wahrheit zu erfahren, was dahinter steckt, was für ein Potenzial dadurch jetzt für sie zur Verfügung steht. Also das eine ist, es ist viel geforscht worden mit dem Atem und es gibt inzwischen viele, viele Atemtechniken. Und diese Atemtechniken werden vermittelt und es hilft Personen auch tatsächlich weiter. Und was aber zu wenig geforscht wird, oder vielleicht noch gar nicht, ich weiß es nicht, jeder gibt sein System weiter. Das ist ganz individuell für die Person, dass sie eine Atemtechnik oder ein Atemsystem mitbekommen, die genau individuell für die Person stimmig ist. Also das heißt, es kommt jemand zu ihnen und sie erfassen das gesamte System, weil sie einfach selber so durchlässig und weit sind, können sie Menschen helfen, erstmal zu erkennen, wie das eigene Atemsystem im Momentzustand ist, wie der Atem zurückgehalten wird oder angehalten wird oder wie auch immer. Und sie können der Person helfen, wie das eigene Atemsystem, was gut wäre im Moment oder in bestimmten Situationen, um klarzukommen mit Schwierigkeiten oder wie auch immer, um weiterzugehen, um nicht stecken zu bleiben. Das ist das eine. Und das finde ich eine ganz, ganz, ganz wertvolle Arbeit,
Weil wie gesagt, es gibt viele Systeme und die sind alle wertvoll und alle möchte ich wertschätzen. Und dennoch ist es ja nicht unbedingt so abgestimmt auf die Person. Ne? Es kann hier und da helfen, aber das kriege ich mit, dass sie das entwickeln können. Und das andere ist dadurch, es ist unmittelbar miteinander verbunden, dadurch helfen sie den Menschen mit dieser individuellen Atemtechnik, sich zu erweitern, also sich innen im ganzen System, alle Zellen, alle, also Gefäße, hauptsächlich Gefäße bekomme ich mit, dass es dass eine Erweiterung im ganzen System stattfindet und sich dadurch wie im Inneren des Menschen und wie im Außen besteht die Möglichkeit, dass sie sich auch erweitern, weil sie das einfach schon mitbekommen haben und auch leben. Ich denke, es ist ihnen auch bewusst und dass sie, und ihnen ist es selbstverständlich, weil sie das einfach so sind und leben und einfach so mitbekommen haben. Aber für viele und für die meisten ist es nicht, die sind da nicht, wo sie sind. Und da können sie große, große Dienste leisten. Durch den Atem, dass sie sich innen erweitern und dadurch natürlich das ganze System wieder besser funktioniert. Eine bessere Durchblutung, eine bessere, ich spüre das richtig körperlich, eine Ausdehnung innerlich und gleichzeitig auch äußerlich sich im gesamten System sich erweitern, sich aufmachen, dadurch andere Sichtweisen erstmal überhaupt wahrnehmen können, die sie vorher gar nicht konnten. Ich kann das richtig spüren mit meinem ganzen Wow. Das ist das, also ich nach diesem Gespräch, es ist schön, wenn wir uns wiedersehen, freue ich mich und würde auch gerne selbst von Ihnen lernen und zusammen vielleicht begleiten, das zu entwickeln. Und ich möchte Sie jetzt aus dem Gespräch erstmal entlassen, nicht als Patient, sondern als Meister, als Forscher. Und würde mich sehr freuen, und das liegt jetzt in Ihrer Hand, inwieweit Sie das annehmen, inwieweit das für Sie sich stimmig anfühlt und wie weit Sie sich darauf einlassen können. Und ich bedanke mich sehr von ganzem Herzen, dass ich das fühlen und wahrnehmen durfte, weil das hat auch Auswirkungen jetzt auch auf mich gehabt. Und es berührt mich sehr. Ja, danke schön. Ich sage noch etwas. Eben das ist die Wissenschaft der Gesundheit in Details. Das heißt, die Wissenschaft ist, wenn Sie kommen, wow, Mensch, wow, Sie können mit, Sie haben diese Schwingung und Töne, wow, eigentlich kennen Sie mit dem Nachbarkind, ha, hu, ha, he, ha, hu. Und vielleicht ist das, aber ich habe gesehen, ich habe mitgekriegt, Sie haben gesagt, diese Doofen hier, die sollen ihre Meisterschaft nicht kennenlernen. Und dann tun sie alles, damit sie sich daran erinnern, dass diese Meisterschaft haben und verpacken das in das, was man so Asthma nennt. Aber ich habe es durchgeschaut. Ne? Und, durchschaut. Wenn Sie wollen, so, dann können wir das schon ein bisschen dann raus, versteckt machen oder so. Aber es geht allen so, dass es kommt man als Meister und man wird als Idiot behandelt, als ne? Und dann sagt man, ja, was soll ich die unterrichten, die ist so schwierig.